Bibelwochen sind ein echter Schatz. Nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für Kindertagesstätten. In Baden sind für die Kinderbibelwochen zuständig Elke Kirchhoff, Maren Wecher und Daniela Stehle. Eine Kinderbibelwoche bietet verschiedene Chancen auch. Kinder lernen biblische Geschichten kennen auf ganz unterschiedliche Art und Weise, hören von Gottes Liebe und erleben auf ganz kreative Art und Weise die Botschaft der Bibel. Die Mitarbeitenden entdecken gemeinsam im Team biblische Geschichten und können dann gabenorientiert ihren Platz einnehmen. Zum Beispiel beim Theater, bei den kreativen Elementen, beim Anspiel oder ähnliches. Kinderbibelwoche in der Kita ist ein echter Schatz. Und wir schauen uns jetzt diesen Schatz genauer an. Kinderbibelwoche in der Kita besteht aus 4 Blöcken. Der erste, der zweite, ein dritter und ein vierter. In diesem ersten Block, der dauert etwa 35 bis 40 Minuten, da versammeln sich alle Kindergartenkinder, alle Erzieherinnen, Erzieher im Turnraum oder wo auch immer. Und dort starten wir die Kinderbibelwoche mit einer Begrüßung. Dann singen wir ein oder zwei Lieder. Dann machen wir einen kleinen Einstieg, schon in das Thema hinweist. Dann kommt unser Bücherwurm Fridolin, die wiedererkennbare Rahmenhandlung. Dann kommt unsere biblische Geschichte als Anspiel, als Schattenspiel, als pantomimisches Spiel oder wie auch immer. Und dann ist auch schon der erste Block zu Ende. Es gibt noch einen Kurzimpuls und ein Gebet. Danach ist erstmal Zeit zum Frühstück. Entweder in den einzelnen Gruppen oder ein gemeinsames Frühstück. Das kann sich hinziehen, wie auch immer, wie es gewohnt ist in der Kita. Als dritter Block wird es kreativ. Und zwar das, was uns im ersten Teil hier wichtig geworden ist. Zum Beispiel, auf Gott kann ich mich verlassen, ihm vertrauen. Durch Spielstraßen, durch Basteleien, je nachdem, was zum Thema passt. Und der letzte Block ist nur noch ganz kurz. Das Segenslied. Dass die Kinder wissen, es gibt einen Anfang und ein Ende unseres Kinderbibelwochenvormittags. Mit diesen 4 Blöcken kann man jetzt ganz individuell in der Kita überlegen, wie es am besten passt. Startet man um 9 und macht den Abschluss um 12. Und in dieser Zeitspanne findet dann das ganze Programm statt. Oder startet man um 10, hat alle Kinder schon vorher gefrühstückt. Damit kann man also variieren. Damit nun so eine Kinderbibelwoche auch in Ihrer Kindertagesstätte aufblühen kann, brauchen wir natürlich auch Ihre Mitarbeit. Das würde bedeuten, jemand aus unserem Team kommt für 4 Sitzungen in Ihre Einrichtung. Und zwar zu den üblichen Besprechungsterminen in Ihren Teamsitzungen. Jeweils im Rahmen von 1,5 Stunden wollen wir beim ersten Vorbereitungstreffen nochmal uns über den Rahmen unterhalten. Auch wie können wir jetzt diese bunte Vielfalt auch auf Ihre Einrichtung zuschneiden. Und ab dem zweiten Treffen wird es dann nochmal konkret. Wir brauchen dann nochmal 3 weitere Vorbereitungstreffen, damit die Kinderbibelwoche blühen kann. Im ersten Vorbereitungstreffen, wo es um die konkrete Kinderbibelwoche in Ihrer Einrichtung geht, wird es darum gehen, einfach auch mal sich thematisch mit dem biblischen Thema der Woche auseinanderzusetzen. Auch zu schauen,
Was ist denn Ihnen bei diesem biblischen Thema für Ihre Kinder wichtig? Beim zweiten Termin geht es dann darum, Kinderbibelwoche konkret. Wie wollen wir die Verkündigung gestalten? Wer wird den Fridolin spielen oder die Frieda? Wie soll die kreative Auseinandersetzung stattfinden? Was haben Sie für Ideen? Wie kann das Programm lebendig und fröhlich für die Kinder auch zugeschnitten werden? Und dann gibt es nochmal ein drittes Vorbereitungstreffen. Da wird es darum gehen, dann auch das Programm nochmal anzuschauen, die letzten Absprachen zu treffen, wer organisiert was, ist alles eingekauft und bereit. Aber bei diesem vierten oder dritten Treffen insgesamt ist es auch nochmal wichtig, dann auch vielleicht nachzuschauen oder zu überlegen, können wir noch einen Abschlussgottesdienst gestalten? Dann wäre es schön, wenn auch Ihr Träger, also der Pfarrer oder die Pfarrerin der Gemeinde mit dabei wäre, um den Familiengottesdienst noch zu planen. Also ein konzeptionelles Treffen und dann nochmal drei Vorbereitungstreffen, wo es konkret um Ihre Kinderbibelwoche gehen wird. Und alles jeweils 1,5 Stunden im Rahmen Ihrer Dienstbesprechung. Wenn Sie nun neugierig geworden sind, Lust und Freude haben auf eine Kinderbibelwoche in Kitas oder Gemeinde, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören, oder Sie stöbern selbst in unseren Heften und Flyern.